Hallo, Servus und herzlich willkommen zu meinem Kanal. David von Scouten. Ja, es gibt wieder News und Ankündigungen für April. Da ja März sozusagen ja schon rum ist, ja, muss natürlich auch wieder Newsletter gestartet werden von mir. Und zwar, es geht um Folgendes. Die Nostalgic Edition, da habe ich mich jetzt durchgerungen, so leid es mir auch tut und so schwer es mir auch fällt. Ich werde die 1.2-Version nicht mehr weiterführen, weil im Hintergrund viel zu viele Updates gibt. Und ich möchte natürlich wissen, was dann auch neu ist. Und laut dem Stand ist es so, dass erst wahrscheinlich frühestens im Sommer diesen Jahres oder bei Weihnachten, Winter diesen Jahres dann die 1.5 rauskommt. Und dann sollte es wohl die letzte Version sein. Aber ich werde ein Early Access spielen, beziehungsweise ein Early Access vorstellen. Und zwar auch wieder eine Modifikation für Gothic 2, die Nacht des Raben. So eine kleine Modifikation, so von 10 bis 20 Stunden. Die ist noch nicht vertont, die wird bald von mir vertont werden, auch zusätzlich. Spiele ich da zwei Sprecherrollen. Und apropos Sprecherrolle, ja, das Interview ist fertig. Es wird noch ein bisschen dran gefeilt. Die Fotos, die mir privaterweise und freundlicherweise zugeschickt worden sind, an dieser Stelle mal einen herzlichen Gruß nach du weißt schon wo. Und da will ich das so in so ein Video einbinden. Das ist so ein bisschen das Leben über denjenigen und die aufregenden Situationen und seine Vorlieben. Ja, ich will noch nicht zu viel verraten. Seid gespannt. Ich denke mal Anfang April, so in der ersten oder zweiten Aprilwoche. Baulärm. Ja, ich habe aus Versehen mein Fenster auf. Das will ich jetzt hier nicht wegschneiden. Das gehört dazu, weil ich auch ein bisschen privaten Hintergrund habe. Warum immer Greenscreen? Naja, lange Rede, kurzer Sinn oder kurze Rede, langer Sinn. Ich bin gespannt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Interview zu führen und ihm auch, so wie wir miteinander so noch kommuniziert haben. Ja, also seid gespannt, schaltet ein, klickt mich und das kleine Glöckchen. Das ist auch sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, dieses Interview als Premiere zu starten. Ne, also ihr werdet vorzeitig, rechtzeitig angekündigt und könnt live dabei sein. Nein, nicht über Stream, sondern über eine YouTube-Premiere. Da könnt ihr auch euch einklinken und mitschreiben, mitverfolgen. Ne? Also demnach wird das so laufen. So habe ich mir das vorgestellt. Ja, sonst wünsche ich euch alles Gute und ein schönes Wochenende. Euer David. Ciao.